Attacke! Zusammenhalten! Hua! Zusammenhalten! Nein, so schalte ich um. Ja. Wie geht nochmal? Bei meiner Treu! Hua! Bei meiner Treu! Nein, nein, nein. Hua! Nein. Für den Kaiser! War es irgendeine Taste? Nein, das ist die Karte. Okay, ich weiß nicht mehr. Ich muss doch mal offscreen nachgucken nach der Tastaturbelegung, wie ich... Ja, ich soll den Sphärenriss beim Elfenbaum finden. Schön und gut. Feieris sollte mir ein paar Bolzen machen. Das auf jeden Fall. Und dann müssen wir gucken mal, dass wir Zutaten verkaufen. Und Ardo-Sachen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Hallo Südtor und ab zum... Was? Marktplatz wollte ich eigentlich. Genau. Was kann Aurali? Wir hätten gerne eine Alraune. Bleichmut, Feinwaage, was bringt die denn? Alchemie plus 3, nein danke. Und sie hat keine Alraune für uns. Das ist schade. Hast du vielleicht einen großen Heiltrank für uns? Rezept Blutelixier, Rezept, Antidot. Rezept Fingerfertigkeit, bla bla bla. Okay. Keine große Heiltrank für uns. Aber wir haben Zeug für sie zum Verkaufen. Und zwar verkaufen werden sie das alchemistische Zeug und den Feenstaub. Ach, und die Goldkette. Der Dämonengreif ist 5 Dukaten wert. Äpfel und Nüsse können wir noch an sie verkaufen und die Flusskiesel. So. Handel abschließen. Und jetzt will ich... Obwohl, Feieris könnte noch was an sie verkaufen. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch... Und wir haben keinen zum Falschen dabei. Handel abschließen. Nee, nee, nee. Vorgrim, geh mal bitte zurück aufs Schiff. Verstehe. Okay, Vorgrim, Vorgrim, geben wir mal eine Pause, während wir mit Quano falschen gehen. Wenn wir schon einen Falscher dabei haben, dann soll er auch, wenn wir handeln, gefälligst falschen. Gell, Quano? Ja, bitte. So. Quano ist in der Gruppe, kann er falschen. Denn jeden Heller, den wir sparen, ist ein Heller mehr, den wir für anderes Zeug ausgeben können. Bürger von Nadoret. Die Stadtwache braucht eure Unterstützung. Marktplatz. Ja, wir wollen handeln. Was kann Aural? Und zwar Feieris. Jetzt machen wir wenigstens 16% beim Falschen. Das ist doch was. Chitin. Ich sagte doch, Chitin ist wertvoll. Spinnenfangzähne, Seidendrüse, Skorpionstache, Riesenkrabbelschirn, ein Skarabäuskopf, Chitin. Wolfsfelle, Fellfetzen, Wildschweinzähne, Froschschenkel. Wolfsfell, Bärenzähne, Bärenfell, Wildschweinfell, Kiefernzangen, die sind gut was wert. Und das war's auch schon. Gut. Jetzt will ich um die Ecke hier zur Werkbank, damit Feieris mir ein paar Bolzen machen kann. Und den Rest verkaufe ich dann an den Waffen und an den Rüstungshändler. Ja. Ardo trägt soweit nichts mehr bei sich. Feieris trägt nur noch das Zeug mit sich rum. Oh, und den Bogen. Den kann sie auch mal hier unten hinlegen. So.
Kann sie kurz zur Werkbank rennen? Ich mach das schon. Was ich noch gucken wollte. Für die Windarmbrust brauche ich eine schwere Armbrust. Für die schwere Armbrust... Da brauche ich nur eine schwere Armbrust und eine verbesserte Sehne. Hier bräuchte ich zwei Steineiche und Metallteile, um eine Armbrust, schwere Armbrust zu machen. Das würde mich im Endeffekt, zwei Steineiche würden mich 16 Dukaten kosten. Dann gucke ich mal lieber, was eine schwere Armbrust mich kostet. Aber jetzt erst einmal Jagdbolzen. So, Jagdbolze zu mir rüber. So. Das Zeug mal darunter, dass ich das nicht aus Versehen verwechsel. Und gut, langsam sieht unser Inventar wieder besser aus. So, was? Darum bist du doppelt? Okay, und da ist ein Betrunkener. Wir könnten kurz zum Magierturm gehen und das Rezept abgeben, dann wären wir das mal los. Ja, und kriegen auch die Belohnung, haben wir mehr Geld. Was will der hier? Hilfe! Hilfe! Untote, wie schrecklich! Sie sind im Dorf! Wir brauchen Hilfe! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich nur meiner Wege gegangen, wie sonst auch. Und ein Ding könnt ihr jetzt... Ein Ding eben. Ein Felsen, ein Stein, ich weiß es doch nicht. Plötzlich kamen diese lebendigen Skelette aus der Erde gekrochen. Ich bin einfach nur... Bitte, ihr seht aus, als würdet ihr mit sowas öfter zu tun haben. Okay, dann helfe ich euch. Das Dorf ist in Gefahr. Bitte helft uns. Bleibt hier und kommt erstmal zur Ruhe. Zur Ruhe kommen ist gut. Um mein Leben bangen musste ich. Ich will nur weg von hier. Bitte helft den Leuten im Dorf. Ich alarmiere... Was auch immer. Ein mysteriöser Monolith ist hier aufgetaucht. Das klingt irgendwie gar nicht so, als ob... Skelette zwischen den Häusern. Okay, es sind Skelette dort. Ist das jetzt die Rache dafür, dass wir die paar Dukaten aus dem Grab genommen haben? So, das war das erste Skelett. Hast du was Interessantes dabei? Nur ausgebleichte Knochen. Das ist jetzt mal ein Ding, dass hier Skelette sind. Ja. Bei meiner Treu. Ja. Ja. Die Skelette sind eigentlich einfach, die bleichen. Eins habe ich gerade mit dem Fulminictus gewonnen-hittet. Und das ist auch gleich tot. Genau. Ein mysteriöser Monolith ist aus. Das ist ein merkwürdiger Stein. Das war ein mysteriöser Monolith. Und der dicke Panzerte schreit nach einem Kugelblitz. Ja? Zusammenhalten!
Naja, der Kugelwitz hat ihm nicht viel weh getan. Untote im Dorf, vertreibt die Untoten. Ja, ich würde mal sagen, der war so ähnlich wie der, wie die Statuen im postparadischen Tempel. Und Feiris sollte sich mal selber heilen. Wer hat keine Munition mehr? Ich hab noch. Feiris hat keine mehr. Kann sie wieder auf ihre Jagdpfeile umsteigen. Ich sollte was gegen das Skelett machen, was Feiris gleich umbringt. Und Ardo kann endlich mal das Skelett loswerden. Hat Ardo eigentlich schon wieder eine neue Stufe? Ja, hat er, kann er Schwerter verbessern. Und zwei Lebenspunkte und eine Körperkraft, so. Habt Dank. Das war um Feders Breite. Diese unheimlichen Erscheinungen zu bezwingen, hat sicher größeres Unheil abgewendet. Ja, kannst du uns sagen, was das war? Spart euren Dank für die Gangs, für den geängstigten Dorfbewohner auf, der mich zu euch schickte. Nun, wie dem auch sei. Ich bin froh, dass diese Ungestalten aus dieser Welt gebannt sind. Aber wie ist da auf einmal dieser Monolith aufgetaucht? Da habt ihr wohl recht. Merkwürdige Angelegenheit, zumindest ist die Sache fürs Erste ausgestanden. Aber was genau ist denn geschehen? Das können wohl nur die Götter selbst wissen. Dieses Gebilde ist plötzlich aus dem Boden emporgestiegen und mit ihm diese Untoten. Glücklicherweise sind die Leute gleich in ihre Häuser geflüchtet. Okay. Sonderbar, woher sowas... Nein, mal nehmen wir das zweite, das ergibt mehr Sinn. Erst diese seltsamen Strudel über dem Turm und jetzt diese seltsamen Gebilde. Könnten diese beiden Dinge nicht zusammen im Zusammenhang stehen? Ich beschleicht da schon seit einiger Zeit ein Verdacht. Bruckbart und seine magischen Forschungen. Nur sein götterverachtendes Treiben kommt als Ursache für diese unsäglichen Ereignisse in Frage. Naja, wenn man direkt in meinem Erzmagier wohnt. Meint ihr wirklich, das kann ich mir nicht vorstellen. Sicherlich ist er kein so schlechter Bursche, wie sein Ruf ihn erscheinen lässt. Wie dem auch sei. Jedenfalls ist es an der Zeit, diesen Zaubermeister einmal zur Rede zu stellen und, sollte mein Verdacht zutreffen, in die Schranken zu weisen. Seine Missachtung der göttlichen Ordnung muss ein Ende finden. Mhm. Also in gewisser Weise muss ich dem Boron-Geweihten zustimmen, weil in Aventurien sind die Götter eben die Götter und die sollte man nicht verärgern. Und gerade Untote, die aus der Erde kommen, auch wenn es vielleicht unbeabsichtigt war, macht Boron ziemlich stinkig. Aber jetzt kommt erst einmal zur Ruhe. Vor dem Moment ist der Schreck ja vorüber. Falls er wirklich dahinter steckt, werden wir einen Weg finden, ihn zur Vernunft zu bringen. Boron, steh uns bei, wenn ihr Unrecht habt. Mich beschleicht das Gefühl, dass dies noch lange nicht ausgestanden ist. Dieser verschlagene Zaubertüftler ist mehr als stur. Er sieht nur seine Belange. Na gut, also gut, wenn es euch wirklich so mit Sorge erfüllt, werde ich Meister Bruckbart in seinem Turm einen Besuch abstatten. Mir werden schon die passenden Worte einfallen. Ich werde mich in die Stille meines Schreins zurückziehen, um für die Seelen der Toten zu beten und den entweihten Boden erneut mit Borons Segen zu erfüllen. Boron mit euch. Ah, mit euch auch, Boron Geweihter. Aber ja, jetzt müssen wir uns wieder mit dem Zauberer rumschlagen. Zuerst Feuerelementar, jetzt Untote. Der baut wirklich nur Mist. Aber gut. Ich denke mal wieder hier hoch. Zu seinem Turm.
kurz gucken, ob hier irgendwo eine Alraune wächst, vielleicht. Nö, nur Yoga-Wurzel. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen, speichere ich erst einmal. LP028 speichern. Mache hier erstmal einen Schnitt. Sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.